So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und heute ist Sonntag, ne? Und was ist am Sonntag? Ist wo? Carry Time. Am Sonntag ist Ruhetag, genau. Ach so. Ja. Nein, aber der Iswo, der ist schon seit um 6 wach gewesen und hat gesagt, ich habe so einen Hunger, wir müssen unbedingt zu Carry Imbiss. Da habe ich gesagt, natürlich machen wir das Iswo. Der Hannes hat auch schon Bock gehabt. Da müssen wir nochmal was testen. Wir waren jetzt die letzten Tage immer da bei Carry Imbiss. Guckt es euch nochmal an. Also kommt hierher wirklich, hier Heidemannstraße, ne? Wisst ihr Bescheid. Und versuche ich mich mal hier hinzusetzen mit meinem dicken Bobs. Wir haben jetzt die letzten Tage Döner getestet und Döner probiert und immer wieder hat es richtig gut geschmeckt und immer wieder wunderbar. Erst hat es die Carry-Dame zubereitet, dann war der Carry-Mann persönlich da, hat es zubereitet. Jetzt wollen wir ja noch Nudeln testen am Montag, aber heute ist Sonntag, deswegen machen wir heute mal den Burger-Test. Extra für den, der isst nämlich immer Burger, muss ich Burger ziehen. Wer das noch weiß, immer wenn er in Hildburghausen war bei mir, Ramses, wir müssen erstmal Burger ziehen, wir mussten immer irgendwo hin und schnell Burger essen. Jetzt werden wir uns also 3 Burger holen, am besten einen Hamburger. Hey, warte mal. Ein Hamburger. Warum ist mit Salz dazu? Ein Hamburger, ein Cheeseburger und ein Chili Cheeseburger, dass ihr mal die 3 Unterschiede sehen. Werden die uns reinziehen. Wahrscheinlich noch Salz dazu beim Isso. Ach, Pommes dazu. Oder ja gut, Salz und zu dem Salz noch Pommes. Nicht Pommes mit Salz, sondern andersrum. Und wir mal gucken, wie die schmecken, wie das aussieht, was uns da erwartet. Aber es kann ja nur köstlich sein. Mua. Alles klar. So, dann bekommen wir erstmal den Chili-Hamburger mit ein paar Jalapenos. Mensch, das Fleisch passt ja genau rein. Genauso rund wie der Durchmesser. Also alles wird ausgefüllt. Mit den ganzen Jalapenos. Jalapenos. Das sieht doch gut aus. Da freut sich der Iswo wieder, wenn es Jalapenos geben würde. Ich mach ohne scharf. So, da stehen auf jeden Fall die Burger jetzt da. Hier ist noch eine Riesenportion Pommes für den Iswo, weil der immer extra Pommes will. Jetzt muss er sich extra nochmal Salz für die Pommes holen. Das ist jetzt also eigentlich ein Chili-Burger. Leider kein Chili-Cheese, weil kein Käse mehr da war. Hier ein normaler Hamburger sozusagen für den Iswo. Und hier nochmal ein Chili-Burger, da ist sogar, guckt euch mal das an, wie liebevoll das angerichtet ist. Und nochmal Jodsalz, feine ganze Packung. Das ist dein Trinkbäckchen mit Milch sozusagen, das kannst du dir jetzt reinziehen. Ja. Es gab leider gerade kein Burgerbrot, aber ist ja kein Problem. Machst du ein Fladenbrot rein, jetzt setzen wir uns mal hin, wollen es mal probieren. Schauen wir mal, wie es schmeckt. Ne? Das ist jetzt wieder abgebissen, jetzt habe ich es nicht drauf, das knuspert doch so schön. Und kann auch gleich nochmal reinreichen. Die meisten kennen schon. Oder wir, wie gesehen. Halbe Zwiebel aus dem Mund. Richtig nice. Der ist auch richtig range. Vor allem sind da 4 Soßen drauf sozusagen. Ja. Ja, da ist Ketchup, da ist Mayonnaise, das sieht aus wie Spezialsoße und da ist nochmal so Tzatziki, Joghurt, so wie es ausschaut. Joghurt, oder Joghurt. Also da ist auch für alles gesorgt. Hannes, hast du schon abgebissen? Das ist richtig nice. Was sind das jetzt hier für eine. Für ein Zipfel, was ist denn das jetzt? Das ist eine. Ah, eine Carolina Reaper, guck. Ja. Einfach mal rausgezaubert. Ist die getrocknet? Ja. Ah, mein Bobs brennt, Hilfe. Wird einfach draufgepackt. So. Ja, ja. Einfach heimlich reingearbeitet. Die hätte er beim Ispo reingeschmeißen müssen. Leider ist es nicht aufgefallen. Und da fällt alles raus. Ist also richtig. Man braucht gar keinen Döner, ne? Vergesst mal Döner. Esst euren Hamburger jetzt immer im Fladenbrot. Da passt viel mehr rein. Sieht einfach richtig brutal aus. So. Deridus. Richtig gut, ey. Ich finde das so genial, dass Dönerbrot das hier ist. Das ist so knusprig. Das ist so kross. Das merkt ihr jedes Mal auch, als ihr Iswo abgebissen habt, hat man das auch gemerkt. Ist halt schade, dass jetzt kein Käse da war. Ich wollte einfach nur wirklich mal einen normalen Cheeseburger mal so angucken. Einen Hamburger und einen Chili-Cheeseburger. Jetzt sind es halt auch Burger, aber halt im Fladenbrot. Und halt ohne Käse, aber in der Woche ist das auf jeden Fall alles da. Sonntag ist halt mal anders. Sonntag ist Ruhetag, da gibt es keinen Käse. So, beiß noch mal hier rein.
Und das Wichtigste ist ja eh das Fleisch, ne? Da kann man sich doch bestimmt mal eine Pommes nehmen. Mach. Eins mit Ketchup. Und eins mit Mayonnaise. Eins mit Joghurt. Alter, die sind ja salzig und gewürzt, aber ich glaube, das kommt durch dich, weil du die halbe Packung Salz drauf gemacht hast. Nur bei der hier macht, nur da. Und noch ein kleines hier drüben. Oder das. Ah, hier, jetzt. Eins mit Dönersoße. Also mit Spezialsoße. Und das schmeckt alles ultra leicht, auch die Soßen so. Du brauchst gar keinen Ketchup mehr, vergiss Ketchup hier. Diese Soßen, die dazu bei den Pommes sind, kannst du so einfach essen, schmeckt so auch wunderbar. Ist halt jetzt mega salzig, dadurch, dass es ist, wo jetzt eine Tonne Salz in die Ecke geknallt hat. Aber egal, das Fleisch ist auch in Ordnung. Mhm. So, wir haben fertig gespeist und es war so genial. Es ist wirklich dieses ganze Gemüse, diesen ganzen Salat, diese dicken, fetten Zwiebelscheiben, alles dabei gehabt, Jalapenos, das Fleisch von dem Burgerli dabei und der Pommes-Teller. Ich wollte gar keine Pommes essen, habe gedacht, ach, der Iswo isst Pommes, das reicht schon. Jetzt haben die zwei einen Pommes-Teller gehabt, eben mit wirklich diesen vier verschiedenen Soßen und vergesst wirklich mal das Ketchup und Mayonnaise, die Spezialsoße, die so frisch schmeckt hier. Komplett anders als bei uns und diese Joghurtsoße dabei, das hat so gut geschmeckt, diese Pommes drauf und dass der ist, wo da einfach 2 Millionen Tonnen Salz drauf hat. Stoß mal an. Prost! Das hat so einen ganz anderen Geschmack nochmal gegeben. Wir haben jetzt hier auch nochmal eine Cola bekommen, wurden zwischendurch gefragt, ob wir vielleicht Bock haben, ob wir Durst haben, ob wir vielleicht noch was trinken wollen, wurden da eingeladen, das ist, finde ich, so genial, so herzlich hier, so nett, so freundlich. Zwischendurch Gespräche hier über Brauerei, über alles, über Ausflüge, mal zusammen insgesamt was machen, ne? Mit den Jungs auf Tour gehen, warum nicht, ist doch eine coole Sache. Jetzt wollen wir vielleicht kurz nochmal an die Tankstelle schauen, wollen vielleicht da nochmal was holen, nochmal mit ihm hier vielleicht gemütlich, ne, mal und dann, ja, würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus beim Carry Imbiss mit den Burgern, der Burger-Test. Zwar ohne Burger-Buns, aber natürlich mit Patties und im Fladenbrot. 3 Burger im Fladenbrot. So, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes, euer Iswo. Euch hat's geschmeckt, ja? Auf jeden Fall, super. Klasse. Voll geil. Super geil. Ja, jetzt ist die Packung leer. Sieht immer noch aus wie so ein Trinkpäckchen, aber egal. Der hat sich das ganze Trinkpäckchen einfach drauf geschüttet. So, daher, tun Sie sich keinen Zwang an. Zack. 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 Genau. Jetzt kann Schäder eins weggreifen, sozusagen. Oh, würde ich sagen, Prost, ne? Prost. Danke für die Gastfreundschaft. Prost. 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 Dann hier an die Dicken überall dahin. Auf die Dicken, ja, Mann. Auf die Dicken, und dann lasst es euch schmecken, ja. Das ist der Curry Mann, ne? Der Curry Mann, nein, der Curry Mann, also Curry Imbiss, wisst ihr Bescheid. Und wieder Naturradler. Ihr wisst, das ist gesund, ne? Also muss man sich nicht für schämen, das schmeckt nämlich richtig gut. Auf jeden Fall. Möchtest du noch was sagen zum Abschluss oder kurz für das Video? Du hast das letzte Wort. Jungs, ich danke euch, dass ihr auf jeden Fall hier seid. Und ich finde es immer wieder schön, wenn ihr da seid. Und ich wünsche euch allen einen angenehmen Tag. No. Also, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ciao.